Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über das Reiseland Kambodscha. Mein Name ist Hun Sang Nguyen und ich bin seit 2014 bei Diamir tätig. Hauptsächlich bin ich für den Verkauf der Reiseländer Laos, Vietnam und Kambodscha zuständig. Ich freue mich sehr, Ihnen in den kommenden 40 Minuten das Reiseland Kambodscha vorzustellen. Bis jetzt steht das Land immer im Schatten seiner Nachbarländer wie Thailand oder Vietnam. Öfteren bleiben die Besucher nur ein paar Tage, um sich die Angkor-Anlagen anzuschauen. Nun bekommt Kambodscha endlich seine Bühne, um sich vorzustellen und zu erklären, warum es sich lohnt, noch länger im Land zu verweilen und warum Sie gerade jetzt nach Kambodscha reisen sollen. Wo liegt denn Kambodscha genau? Das Königreich Kambodscha liegt am Golf von Thailand, zwischen Thailand, Laos und Vietnam. Die Landeshauptstadt ist Phnom Penh und liegt. Wir können sagen, dass das Land ein sehr junges Volk ist. Das Besondere an der Flagge Kambodschas ist, dass es die Anlage Angkor Wat zeigt. Auf der ganzen Welt gibt es lediglich zwei Nationen, die ein Gebäude auf seiner Flagge verewigt. Blau steht für die Monarchie, Rot für die Nation und Weiß für die Religion, den Buddhismus. Wie reise ich in das Land ein? Es gibt verschiedene Wege, das Land zu erreichen. Entweder von Norden, aus Laos kommend, über den Fluss Mekong. Von Süden, auf dem Weg, auf dem Landweg oder mit dem Schnellboot von Vietnam aus, ebenfalls über den Mekong. Sie können aber auch von Thailand auf dem Landweg, unter anderem über die Grenzstation Phnom Penh einreisen. Die meisten Besucher reisen jedoch mit dem Flugzeug von Phnom Penh oder in Siem Reap ein. Was gibt es denn in Kambodscha zu sehen? Was erleben Sie in Kambodscha? Reisen Sie gemeinsam mit mir visuell durch das Land. Erleben Sie mit uns bei Wanderungen durch den Nationalpark. Auf einer Bootfahrt durch Südostasiens größte See lernen Sie aus einer anderen Perspektive Kambodscha kennen. Der Tonle Sap-See ist der weltweit einzige See, welcher seine Fließrichtung zweimal im Jahr wechselt. Warum das so ist, erfahren Sie, wenn Sie durch das Land reisen. Während der Fahrt erhalten Sie einen Einblick, wie das Leben auf dem Wasser vonstatten geht. Die Wasserbewohner fahren mit ihren kleinen Booten zu den schwimmenden Supermärkten. Gerne werden aber auch die Waren direkt vor der Haustür geliefert. In dieser Siedlung gibt es auf dem Wasser sogar Schulen, in denen die Kinder gehen können. Schauen Sie die Fischer bei der Arbeit zu und sicherlich werden Sie freudestrahlend von den Kindern zugewunken und jubelnd zugerufen. Das größte Highlight jeder Kambodscha-Reise ist natürlich der Besuch der Angkor-Anlagen, wobei Angkor Wat der berühmteste Tempel von allen ganzen Komplex ist. Als Tempel werden religiöse Gebäude bezeichnet, welche einen Heiligen ehrt. Schlendern Sie nun mit mir durch die Anlagen.
Angkor Wat umfasst einen Wassergraben, einen Tempelberg, Tempelgalerien, Bibliotheken und vieles mehr. Seine Wände sind vollständig mit Flachreliefs bedeckt, die Szenen aus hinduistischen Epen darstellen. Angkor Wat wird auch als Tempel des Lichts genannt, da sie nach dem Westen ausgerichtet ist. So können die letzten Strahlen der untergehenden Sonne des Bauwerks berühren. Der Bau Angkor Wats dauerte rund 37 Jahre. Dabei wurden ebenso viele Steine verwendet wie für die Cheops-Pyramide. Nur mit dem Unterschied, dass jeder einzelne Baustein kunstvoll dekoriert wurde. Was einst als Museum für den wohl größten Herrscher des Khmer-Reiches erbaut wurde, ist heute der größte Tempelanlage der Welt und ist wohl bekannteste Attraktion Kambodschas. Angkor Wat ist jedoch nur ein Teil des riesigen Angkors Archäologischer Park. Die gesamte Fläche des Parks ist ca. 400 Quadratkilometer groß. Angkor Wat ist jedoch nur ein Teil des riesigen Anlage. Von 9. bis 15. Jahrhundert war Angkor das Zentrum des Khmer-Königreiches. Es wurde nacheinander mehrere Hauptstädte und in deren Zentrum jeweils ein großer Haupttempel errichtet. Bis heute wurden bereits mehr als 1000 Tempel und Heiligtümer unterschiedlicher Größe entdeckt. Auf dem Gelände, das früher fast so groß war wie New York, lebten vermutlich bis zu 1 Million Menschen. Wissenschaftler sind sich sicher, dass noch nicht alle anderen Anlagen entdeckt sind. Das Land gilt als das Land am wenigsten erforschtes Land in Asien. Tief im dichten Dschungel Kambodschas, weit unter dem Waldboden in der Umgebung Angkors, warten noch sehr viele Anlagen und sogar riesige Städte auf ihre Entdeckung. Neben Angkor Wat gibt es auch noch weitere sehenswerte Anlagen. Das geradezu magische Ausstrahlung geht auch von Bayon aus. Der Tempel wird aus der Ferne betrachtet wie ein massiver Felsklotz im Urwald. Aus der Nähe entdecken sie filigrane Flachreliefs und unzählige Kämmern mit buddhistischen Altären, vor denen die Mönche auf sie üben werden. Die Anlagen wurden ja in der Vergangenheit im tiefen Dschungel gebaut. Und seien Sie nun Augenzeuge, wie sich die Vegetation seiner natürlichen Lebensraum im Laufe der Zeit zurückerobert. Faszinierend ist dabei zu beobachten, wie sich zum Beispiel die Würgerfeige zwischen den Steinen und Gemäuern schlängelt und dabei die massive Konstruktion gefährden. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum Sie gerade jetzt sehr bald nach Kambodscha reisen sollen. Vor der Pandemie strömten Millionen von Besuchern jährlich, um dieses einzigartige Kulturwerk zu bestaunen. Und genau das war das Problem. Die Leute drängten Schulter an Schulter, um den Sonnenaufgang am Angkor Wat zu bestaunen. In der Hochsaison waren es überall Menschen, die sich um die besten Kameraperspektive buhlen und die Verkaufsstände waren immer proper voll. Als ich vor einigen Jahren die Angkor-Anlagen besucht habe, habe ich in solchen Momenten nur gewünscht, ich wäre allein durch die Anlagen unterwegs, kann mir die wunderschön gemeißelten Reliefs in aller Ruhe anschauen und auf die Erklärungen des Reiseleiters horchen. Und Sie, liebe Zuschauer, habe nur die einmalige Gelegenheit, diese riesige Anlage fast nur für sich zu erkunden. In aller Ruhe den Sonnenaufgang oder Untergang zu genießen und sich die Zeit nehmen, um gemütlich durch die Steingebäude zu schlendern. Für die Erkundung der Anlagen ist es empfehlen, dass Sie mindestens 3 Nächte, sogar 4 oder 5 Nächte planen. Nur so können Sie dieses riesigen Komplex ausgiebig für sich entdecken, die Eindrücke aufnehmen und sortieren. Falls Sie mit Ihrer Familie die Anlage besuchen möchten,
So gibt es auch sehr interessante Touren, wie zum Beispiel eine Schnitzeljagd in und um den Angkor-Anlagen. Tempelmüden kehren sie in ihrem Hotel in Siem Reap zurück und können sich bei einer ausgiebigen Massage verwöhnen lassen. Anschließend können sie zum Beispiel in einem typischen Khmer-Dinner die Apsara-Tänzerinnen bei einer Darbietung zuschauen. Vielleicht haben Sie ja schon davon gehört, dass die Tänzerinnen für jeden Tanzschritt, Mimik und Gestik hart trainieren müssen. Denn jeden Blick, Stellung der Hände, Füße haben eine andere Bedeutung. Mein persönlicher Tipp für Siem Reap ist definitiv die Fahrshow. In diesem Artistenshow spüren Sie die wahre Energie und die pure Lebensfreude der jungen Künstler, die teilweise aus sehr armen Verhältnissen stammen. Eine weitere Station Ihrer Reise, den Sie auf jeden Fall nicht vermissen sollten, ist die Landeshauptstadt Phnom Penh. Sie erreichen Phnom Penh entweder über Land oder mit dem Flugzeug. Die Landeshauptstadt Phnom Penh hat 2,3 Millionen Einwohner und liegt am Fluss Mekong. Über den Mekong ist auch die Stadt für kleinere Seeschiffe erreichbar. Phnom Penh ist das Wirtschaftszentrum des Landes. Architektonisch ist sie von französischen Kolonialbauten geprägt, denn das Land unterstand bis 1953 90 Jahre lang unter der französischen Herrschaft. Wenn Sie in Phnom Penh sind, so ist der Besuch des Königspalastes sehr zu empfehlen. Hier lebt und residiert der jetzige, fast 70-jährige König Norodom Sihamoni. Während meines Besuches habe ich von meinem Reiseleiter erfahren, dass wenn die blaue Flagge gehisst wird, so befindet sich der König gerade in seinem Palast. Im Nebengebäude des Palastes befindet sich die Silberpagode. Das Besondere an der Tempel ist, dass der Fußboden mit 5000 Silberfliesen bedeckt ist. Die Pagode ist eines der am wenigen Gebäude, die von den Roten Khmer weitestgehend verschont geblieben ist. Im Inneren thront ein lebensgroßer goldener Buddha, der mit 9500 Diamanten dekoriert ist. Bei einem Fotostopp beim Unabhängigkeitsdenkmal erfahren Sie mehr über die Landesgeschichte. An dieser Stelle horchen Sie den Ausführungen von Ihrem Reiseleiter über die Entstehungsgeschichte des Khmerreiches. Sie erfahren, welche Auswirkungen die französische Kolonialherrschaft hinterließen. Erschaudern über die Gräueltaten des Roten Khmer-Regimes. In nur 3,5 Jahren wurden unter dem Befehl Pol Pot 25% der Bevölkerung, damals ca. 2 Millionen Menschen, auf grausame Art und Weise gefoltert und getötet. Wer sich in diesen Thematik vertiefen möchte, dem empfehle ich einen Besuch des Thul Slang Museum. Mit dem Besuch des Thul Slang Museum sowie Angkor Wat Anlagen haben Sie zwei zutiefst gegensätzliche Superlative Kambodschas kennengelernt. Auf der einen Seite Ruhm und Opulenz, auf der anderen Seite Erniedrigung und Grausamkeit. Vollgepackt mit vielen Eindrücken begeben Sie sich am Ende Ihrer Reise in Richtung Südkambodscha. Dort lässt es sich prima erholen. Bekannte Badeorte sind unter anderem Kep und Sihanoukville. Ruhesuchende finden aber auch im Koh Kong eine erholsame Unterkunft. Auf gut asphaltierten Straßen fahren Sie von Phnom Penh aus in Richtung Süden des Landes. Die Küstenstadt Kep ist 3,5 Stunden von Phnom Penh entfernt. In den 60er Jahren war Kep das wichtigste Seebad des Landes. Nun erwacht der Ort langsam wieder aus seinem Dornröschenschlaf. Eine regionale Spezialität sind die Krabben aus Kep. Nirgendwo bekommen Sie so frisch gefangene und lecker zubereitete Krabben wie in diesem Ort. Wenn Sie mal erfahren möchten, wie Pfeffer angebaut werden, so haben Sie eine tolle Möglichkeit, in der Kleinstadt Kampot
die Pfefferplantagen zu besuchen. Der Pfeffer aus dieser Region gilt unter den Köchern weltweit als eine absolute Spezialität. Bei einer Führung durch die Plantage können Sie verschiedene Sorten von Pfeffer probieren. Die Plantage wird von einem französischen Ehepaar geführt. Bei der Landüberfahrt fahren Sie an dörflichen Gegenden vorbei und passieren dabei sehr viele Reisfelder. Der Boden Kambodschas ist ziemlich fruchtbar. Haben Sie denn gewusst, dass das Land einen der größten Reisproduzenten der Welt ist? Letztendlich erreichen Sie Hanoi, die fünftgrößte Stadt Kambodschas. Die Stadt wurde neben Kep früher als Côte d'Azur Kambodschas bezeichnet. Relikte französischer Kolonialwillen erinnern noch heute an diese Zeit. Der Sandstrand Sihanoukville ist reichlich von Kokospalmen und üppiger Vegetation umsäumt und lädt zum Entspannen und zum Verweilen ein. Das süße Nichtstun steht auf dem Programm. Sie können den Wecker getrost ausstellen, es steht nämlich keine Besichtigungstouren auf der Tagesordnung. In aller Ruhe können Sie Ihr Tag willkommen heißen. Sehr zu empfehlen ist aber auch einen mehrtägigen Aufenthalt auf der vorgelagerten Insel Koh-Rong zu verweilen. Die Insel bietet die perfekte Bedingung für eine erholsame Badereise. Rauschende Palmen, weißer Sand, türkisblaues Meer, einladende Sonnenliege, was will man mehr? Vielleicht einen kühlen Cocktail oder doch lieber ein kaltes Angkor-Bier. Falls Sie nicht der typische Strandurlauber sind, dennoch am Ende Ihrer Reise eine Ruheoase suchen, so könnte eine Zeltübernachtung in Koh Kong, direkt am Fluss gelegen, im tiefen Dschungel, das Richtige für Sie sein. Genießen Sie diese friedliche, entspannende Atmosphäre, abseits des Alltags. Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Rundreisen von uns Diamir vorstellen. Zuvor möchte ich gerne das Wort an unsere Produktmanagerin geben. Hallo liebe Reisegäste, ich habe mal meine Pässe der letzten Jahre rausgesucht und geschaut, wie viele Visa von Kambodscha ich habe. Es sind 12. Damit gehört das Land am Mekong sicherlich zu den meistbesuchten von meiner Seite. Das alles bietet den Grundstock, um für Sie aus all dem Gesehenen die schönsten Reisen für Sie zusammenstellen zu können. In bester Erinnerung ist mir sicherlich mein 10 Tage langer Aufenthalt nur in Angkor geblieben, was für mich als Kunsthistorikerin natürlich ein Paradies war, denn ich hatte mal 10 Tage am Stück Zeit ganz allein mit dem Fahrrad von früh bis zum Sonnenuntergang in den Ruinen von Angkor zu verbringen. Kambodscha ist sicherlich nicht so bekannt wie Tansania oder Kanada, aber es lohnt auf jeden Fall, das kleine Königreich zu besuchen und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Entdeckerfreude. Neu bei uns im Programm ist unsere 10-tägige Gruppenreise Streifzug durch Kambodscha. Dieser führt Sie zu den Highlights von Angkor sowie Phnom Penh. Anschließend geht es weiter in Richtung der Südküste und endet mit einem Aufenthalt in Koh Kong mit Übernachtung im Zelt. Das Besondere an der deutsch geführten Rundreise ist, dass diese bereits ab 2 Teilnehmer beginnt. Mit Änderungswünschen lässt sich diese Reise als Privatreise prima organisieren. Falls Sie etwas aktiver das Land erleben möchten, so kommt unsere 2-wöchige Rundreise, der Gang der Apsaras, für Sie in Frage. Hier werden Sie mit dem Rad die Angkor-Anlagen erkunden, schlafen bei Einheimischen mitten auf dem Tonle Sap-See, wandern durch den Dschungel und genießen ein paar Tage am Strand von Kep. Wenn Sie Vietnam mit Kambodscha verbinden möchten, so haben wir auch die besten Highlights der beiden Länder herausgepickt. Herausgekommen ist unsere Bestseller-Tour Magie und Mythos Indochina. Die beste Reisezeit ist von November bis April. Hier herrscht bei Sonnenscheinwetter tropische Temperaturen von ca. 26 Grad. Die Niederschlagmenge ist zumeist am geringsten. Jedoch können Sie ebenfalls im Sommer nach Kambodscha reisen. Meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile, in der Nebensaison das Land zu besuchen. Die Sonneneinstrahlung ist in dieser Jahreszeit nicht extrem hoch.
wenn es einmal regnet, so erfolgt zumeist in den frühen Nachmittagsstunden einen heftigen Regenguss. Die Luft fühlt sich danach noch frischer an. Die Vegetation ist saftig grün und die Menschen sind bei den weniger Massenantrag auch etwas entspannter. Kambodscha bietet eine weite Bandbreite an unterschiedliche Unterkünfte, große, komfortable Hotels, luxuriöse 5-Sterne-Hotels, öfters aber auch Mittelklassen-Unterkünfte. Mit Außen- oder Innenpool, asiatisch traditionell oder eher modern eingerichtet oder mit gewissen etwas. Naturnahe Unterkünfte mit Infinity Pool oder das Meer direkt vor sich. Kommen wir zu der am häufigsten Frage: Gibt es derzeit besondere Einreisevorschriften? Für vollständig Geimpfte ein klares Nein. Es besteht keine Quarantänepflicht in Reisezeit. Ein PCR-Test ist vor der Ein- und Abreise erforderlich. Das E-Visum kann problemlos online beantragt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt maximal 5 Werktage und kostet $36 pro Person. Gerne sind wir Ihnen bei der Beantragung. Ist das Einreisen in den Königreich nach 2 Jahren Schließzeit wieder möglich? Wir, Diamir, hatten auch schon bereits die ersten Reisegäste nach Kambodscha senden dürfen. Und die ersten Begegnungen waren für alle Beteiligten eine sehr emotionale Angelegenheit. Endlich, nach 2 Jahren Stillstand, konnten unsere Reiseleiter die ersten Reisegäste begrüßen und unsere Reisenden konnten endlich ihr Fernweh stillen. Abschließend lässt sich sagen, Phnom Penh ist nicht schillernd wie andere Großstädte wie Singapur. Im Vergleich zu Thailand ist Kambodscha eher noch dörflich. Jedoch punktet das Land durch einen hohen kulturellen Stellenwert. Abwechslungsreiche Landschaft und einladende, noch ursprüngliche Sandstrände. Wenn ich Kambodscha personifizieren würde, würde ich das Land als eine subtile junge Frau mit viel Potenzial beschreiben, die von ihrem Urahnen einen spektakulären Erben bekommen hat. Ihre Großeltern und Eltern sind von der geschichtlichen Vergangenheit geschunden. Dennoch blickt sie frohen Mutes in tiefen buddhistischen Glauben lächelnd in die Zukunft. Freuen Sie sich schon, auf diese junge Frau kennenzulernen? Dann reisen Sie doch mit uns nach Kambodscha. Das Abschlusswort möchte ich an dieser Stelle an den wichtigsten Akteur Ihrer Reise übergeben, Ihren Reiseleiter. Er ist nämlich das Bindeglied zwischen Ihnen und dem Reiseland. Er wird Ihnen fachkundige Informationen zum Reiseland geben. Durch seine Erklärungen lernen Sie vom Nahen das Land kennen. Schönen guten Morgen aus Kambodscha. Liebe Gäste, geehrte meine Damen und Herren, die Kambodscha werden da wieder eröffnet für die ganzen Gäste auf der ganzen Welt. Hinter von mir hier der berühmte Anlage der Welt Angkor Wat. Ich bin zu Paul, kambodschanischen Reiseleiter in Siem Reap hier, speziell in dieser Ort schon, Siem Reap, ja, und grüßen Sie ganz, ganz herzlich zurück zu unserer Weltkultur Erben Angkor Wat zum Besichtigen. Die Kambodschaner haben nur 16 Millionen Einwohner. Und 13 Millionen von 16 Millionen Einwohnern werden dann bis heutige Tage geimpft gegen Coronavirus. Von 6 Millionen von 13 Millionen wird dann geimpft werden bis zum dritten, vierten Dose schon. Das heißt, wir haben genug Sicherheit, kein Risiko für diese Coronavirus-Krankheiten weiterhin in Kambodscha. Und darum werden dann im November 2021 das Land wieder eröffnet. Herzlich willkommen hier nach Kambodscha. Ich bin mit 21 Jahren lang als Reiseleiter
wartet auf Ihnen von Deutschland, Österreich, Schweiz, überall, den ganzen Welt, hier. Vielen Dank. Für Ihre Aufmerksamkeit möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich hoffe, ich habe Ihre Neugier für Kambodscha weiter geweckt. Falls Sie persönlich mit mir über Ihre Reiseplanung sprechen möchten, so finden Sie meine Kontaktadresse auf der Seite. Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook. Nun stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung. Wie ich sehe, haben wir keine Fragen. Dann möchte ich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und bis bald. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.